Sollte heute ein Spieler Schaden bekommen, passiert... ja, halt nichts. Aber die Inventare aller anderen Spieler werden geleert. Und ja, das Ganze kann ganz schön frustrierend werden. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Lasst unbedingt einen Like da, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Chaos-Challenges sehen wollt. Abonniert den Kanal, es würde mich riesig freuen und ich hoffe, ihr habt das alles schon bereits getan. Und schaut unbedingt auf Twitch vorbei, ich streame jeden Tag. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Freunde, wir sind doch eine super Truppe. Wir sind eine starke Truppe vor allem. Ich habe mir heute euch drei extra rausgesucht, weil ihr die besten Minecraft-Spieler seid, die ich kenne. Junge, ich will wirklich, Stegi ist irgendwo im Bett krank und weint gerade nach der Aussage. Es gibt heute eine große, große Premiere. Wir werden heute nämlich unter anderem den Enderdrachen versuchen zu töten, aber nicht nur das. Wir werden heute noch eine andere Sache machen. Wir werden heute noch eine andere Kreatur töten und dafür brauche ich eine freiwillige Person von euch dreien. Muss nicht. Ich auch nicht. Heiko! Hey, yay! Yeah. So, Heiko, mein Bester. Cool. Ich bitte dich einmal darum, du machst einmal meinen Stream auf. Twitch.tv ist der spastige AG, ist das richtig? So sieht es aus. Ich habe zwei Zettel für dich. Einmal in der linken und einmal in der rechten Hand. Und du hast die große Qual der Wahl. Du musst dich für eine Hand entscheiden. Links. Oder rechts? Links. Von die hier? Die ID ja, auf der Tastatur, die linke Hand. Man kann es gar nicht von der anderen Seite. Du stehst mir nicht wirklich gegenüber. Heiko sagt links. Wir machen das Ganze auf. Wir gucken erstmal, was wäre in der rechten drin gewesen. Du hast vertauscht. Du hast sie aus der Cam genommen. Ich schwöre, nein. Ich hab's gesehen. Oh mein Gott. Was ist das denn? Pass auf. Okay, was ist da drin? Oh, es wird nicht Bob. Es wird was anderes sein, was wir nochmal neben dem Ender Dragon töten müssen. Heiko hat sich für den Wither entschieden. Heiko, oh, du willst es heute extra schwierig haben, oder was? Boah, ja, unbedingt. Ich freue mich richtig. Yo. Let's go. Also haben wir heute vor, den Wither und den Ender Dragon zu töten. Aber da wir ja eine Truppe aus vier absoluten Minecraft-Veteranen und Experten sind, wird das für uns kein Problem sein. Yay. Wollen wir nicht mal ganz entspannt loslegen? Mit was? Ja, also, was ist der Haken? Hä, sonst tun wir nur den Ender Dragon. Heute tun wir Ender Dragon und Wither. Kommt hier noch irgendwas? Sneak mal? Nee. Bauen wir was da? Nee, hüpf mal. Wir können nur über Höhe 72. Halsschaden? So, Junge, ihr seid ja komplett am Durchdrehen. Also ich würde sagen, wir fangen an mit dem Wither und dann den Ender Dragon, oder? Okay. Ich sag mal so, oh, da vorne wäre sogar ein Pillage-Outpost. Aber bevor wir jetzt erstmal weitermachen, was brauchen wir für den Wither? Brauchen wir bestimmte Sachen? Ich liebe es so sehr, ne, euch einfach nur zu verwirren. Jungs, ich sage euch so viel. Es könnte eventuell ein bisschen verzweifelnd. Also es könnte heute echt ein bisschen anstrengend werden. Nehmt euch doch mal alle eine x-beliebige Sache in euer Inventar. Ja. Möchte mich mal jemand schlagen? Oh. Jungs, wo sind denn eure Sachen hin? Ich sag mal so, ich bin der Einzige, der die Sache nämlich behalten hat. Denn wenn eine Person Schaden bekommen sollte, verlieren alle anderen Mitspieler ihren kompletten Stuff. Die Person, die aber den Schaden bekommen hat, behält es. Also wir müssen heute auf jeden Fall gut aufeinander aufpassen. Und es wird eventuell, es wird vielleicht ein bisschen, ey Jungs, es wird vielleicht stressig, aber wir kriegen das koordiniert. Wir sind ja auch vier Leute. Und selbst wenn wir im Wither-Kampf mal irgendwie vielleicht ein bisschen Probleme haben und unseren Stuff verlieren, wird nicht so problematisch sein. Es wird nur ein bisschen schwierig, wenn wir eventuell Wither-Skelett-Skulls oder so verlieren. Da wäre ich euch sehr dankbar, wenn wir das eventuell nicht hinbekommen. Wir werden uns so hassen. Ihr habt ja aber alle ein bisschen Zeit mitgebracht und deswegen werden wir uns daran setzen und es auch bestimmt hinbekommen. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert unsere Kanäle, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und schreibt in die Kommentare, ob ihr eventuell noch mehr von wunderbaren Chaos-Challenges sehen wollt. Und vielleicht gar nicht so verkehrt, dass heute Stegi nicht dabei ist. Nochmal ein paar kleine Zusatzinformationen. Oh mein Gott. Ein paar kleine Zusatzinformationen. Wir wollen natürlich heute auch den Zuschauern ein gewisses hohes Level von Minecraft-Skill zeigen, weswegen wir heute nicht Kisten oder irgendwelche Barrels oder irgendetwas anderes abusen werden. Wir werden heute natürlich nicht unseren Stuff über...
Alter, wer denn? Ich hab's noch. Huh, ich hab craften. Wir werden heute nicht unsere Sachen durch Kisten groß saven oder groß abusen. Also sagen wir mal, auf jeden Fall innerhalb der ersten Stunden. Wenn wir irgendwann, sag ich mal, vielleicht ein paar Tage oder hier schon dran sitzen, dann vielleicht werden wir dann irgendwann mal nachgeben. Aber jetzt wollen wir es erstmal, stolz wie wir sind, erstmal alles auf die normale Art und Weise hinbekommen. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, Wither-Skelett-Skulls, wir fangen ja heute erstmal an mit dem Wither. Wither-Skelett-Skulls werden aber auch nirgendwo platziert oder so, oder? Ich glaube, ganz ehrlich, die können wir die ganze Zeit richtig krass im Inventar erstmal auch behalten. Ich werde die niemals aufheben. Ich lasse die einfach auf den Boden, wirklich. Naja, es sollte ja am besten immer jemand die Sachen nehmen, der am ehesten Schaden bekommt. Boah, Stege fehlt wirklich heute. Ich würde sagen, lass uns vielleicht am besten erstmal über einen Weaponsmith ein bisschen was auf Looting resetten. Und dann brauchen wir eine Festung. Heiko überdeckt nochmal alles, warum er hier heute dabei ist. Oh! Und Dorf. Ich hab's mir von vornherein schon gedacht. Es geht natürlich in eine positive Richtung. Wir haben ein Dörfchen. Habt ihr eine gewisse Taktik so vor Augen, dass ihr euch jetzt so denkt, okay, jetzt nicht direkt alles, was es an Weizen gibt, mitnehmen? Oder ist es euch jetzt einfach so... Ihr verlasst euch jetzt blind darauf, dass wir alles hinbekommen, ja? Ich stell's wieder hin. Nein! Ist ja... Ich dachte gerade... Guck mal! Wir hätten ihn zusammenkillen müssen. Ich hab schon gedacht, du baust ihm jetzt so eine Treppe. Ich würde das schon gerne, ne? Boah, ich auch. Oh. Ich würde meinen Stuff behalten. Das stimmt. Also von daher eigentlich relativ... Hinter dir, Basti. Ey, aber wie lucky. Oh, Mann! Hier, ein Eimer für dich. Den habe ich gerade noch gedroppt. Warte mal, wer hat Geil! Hey, ich habe Schaden bekommen. Hat noch jemand Schaden bekommen? Weil ich habe auch mal einen verloren. Gibt es jemanden, der vielleicht verheimlicht, dass er keinen Schaden bekommen hat? Ich habe keinen Schaden bekommen. Ich streame. Ich probiere es nochmal. No risk. Ich bin live. Hey, jetzt hab ich meinen Stuff behalten. Ey, ich hab gerade... Oh, Walle, WTF, bist du noch am Testen, ob die Challenge funktioniert? Du kannst doch nicht einfach random jetzt irgendwo runterfallen. Ich hab ganz vergessen, dass wir jetzt wieder alles verlieren. Ja, wir haben keinen Eimer mehr, Jungs. Okay, alles klar. So viel dazu. Also gut, dass wir die Betten auf jeden Fall auch alle nochmal abgebaut haben. Okay, es war vielleicht eine dumme Idee. Ich würde sagen, naja, fangen wir halt wieder von vorne an. Huh? Wir müssen ja so ein bisschen Aufgabenteilung machen. Ich glaube, eine Person sollte sich auf jeden Fall um den Lavasee kümmern. Eine Person oder zwei Personen werden sich um Sticks und Emeralds kümmern. Und eine andere Person wird sich dann darum kümmern, dass wir eine Looting Tray eventuell resettet bekommen. Und sobald wir diesen haben, könnte man in Erwägung ziehen, einen Anvil daneben aufzustellen. Dann würde ich noch im Lavasee schauen. Naja, das war mir so klar, ne? Ich mach Looting. Alright, Norris, du darfst so, mit mir Holz genau, farmen. Genau, ich mach auch Looting. Ich habe Looting 1, wollen wir das schon? Oh ja, für wie viel? Nur Looting 1, 19? Pur. 19? Ich mach weiter, Looting 3 und Smite ist das Ziel. Ne, Looting 3 kannst du von dem gar nicht bekommen, oder? Looting 2 meinte ich auch. Oh. Ich habe nochmal Looting 1 Sharpness 2. Für 14. Nimm das mit, oder? Dann brauche ich Sticks und Emeralds ganz schnell. Bin dabei. Heiko, wo hast denn du deinen Weaponsmith? Hier? Oh, ich, Was denn? Nichts, so. Sieht interessant aus. Jungs, ich habe das erste Looting 1 Schwert. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, es wäre sehr, 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 sehr cool, wenn bitte keiner Schaden nimmt. So, zweite Looting 1 kann auch direkt schon gekauft werden. Ich glaube, ein Looting 3 reicht doch, oder? Ich denke ja, schon. Safe. Weil, dann hätten wir das nämlich gleich schon zusammen. Wir brauchen dafür aber noch eine Menge Level. Also ich würde so mal ganz kurz stolz erwähnen, wir haben unsere 4 Looting-Schwerter. Das geht echt schnell, ne? Yay! Wenn wir jetzt noch den Anvil bekommen. Ey, ihr könnt aber auch farmen. Jetzt bin ich so der Einzige, der hier Eisen farmen muss. Naja, hey, also. Ich mach ein bisschen mehr Holz. Wir könnten aber auch eine Eisenfarm bauen. Oh. Das könnten wir wirklich. Was schätzt du, wie lange würden wir brauchen dafür? 20 Minuten. Retalk 20 Minuten. Yeah. Startet den Timer, let's go. Walle. Ja. Ich glaube, ein Lavasee ist hier bei unserer Insel. Also, das kann wirklich nicht sein. Also, wirklich nicht. Weil du hast eine Aufgabe, ne? Mal ein bisschen mit Sound spielen, mit Headset. Mal die Lava auch hören. Das ist so traurig, ne? Weil, sei ehrlich, hast du ein Headset auf? Hast du deinen Sound an? Ich hab sogar unten rechts. Ich hab's nicht gesehen. Wie unten rechts? Ja, diese Sound-Beschreibung. Achso, oha. Ja, Bro, hier ist ein Lavasee direkt neben dem Dorf. Ich hätte ein paar Slabs für dich, Heiko. Das ist gut. Wie viel willst du denn so haben? Ja, die müssen wir halt jetzt hier außen rum platzieren überall, ne? Oh mein Gott, wollen wir oh alles mein Gott, jetzt verstehe ich. Wir spawnproofen jetzt das gesamte Dorf sozusagen. Nein, nicht das Dorf. Nur so, ich glaube, 7 Blöcke in jede Richtung oder sowas hiervon. Bro, wenn einmal Stege nicht dabei ist, auf einmal wir bauen Eisenfarm. 4, 5, 6, 7. By the way, Spawnproof-Fläche ist gleich am Start. Habe ich gut gemacht. Heiko, krieg ich ein Lob. Yo, die sieht super aus. Actually, hätten wir auch einfach alles so Grass-Paths machen können, fällt mir gerade ein, aber das sieht schöner aus. Also Portal ist auf jeden Fall auch fertig. Ich bin auch nicht nutzlos. Du kannst ja mal reingucken, wenn du möchtest, kannst du eine Festung schon mal suchen. Oh mein Gott. Nein, hey, ich will da nur
Du kannst aber auch gleich bei der großen Einweihungsfeier unserer Eisenfarm dabei sein. Ich wollte schon sagen, du willst mich nicht dabei haben. Ihr seht irgendwie alle total ängstlich aus. Ihr habt auch so gar keinen Stuff dabei, so richtig, wirklich komplett eingeschüchtert. Ihr habt so Angst davor, Schaden zu bekommen, oder? Ja. Soll ich platzieren oder was? Oder warum guckt ihr so? Ja. Ja. Ach so, ja, hey, ich dachte, ihr platziert noch was. Nice. Ich wusste nicht, ob es mein großer Moment ist. Das war dein großer Moment. So. Dann platziere ich sie mal, ja? Oh. Ist platziert! Nice! Ey, wir sind so cool. Jetzt mal ohne Mist. Das ist revolutionär. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich immer die Karte ausspielen muss, aber dass wir innerhalb von 40 Minuten eine Eisenfarm bauen, dass das halt ohne Stegi passiert, ist... Näher ran, haben wir eine Angel? Oh, falsche Richtung. Sorry. Na. Ja, Jungs, ich mache das halt... Also, sorry, ich mache alles falsch! Oh mein Gott! Da ist gerade irgendwas gestorben. Warte, ich mach das Boot hier hin, ich baue das andere Boot ab und dann hole ich ihn. Ja. Boah, das ist gut. Du bist der Held, du bist der Beste. Okay, warte, Jungs, Konzentration. Okay. Er ist auf Heiko. Er ist auf mich, oh nein. Wo ist er? Nee, er ist auf mich, Hä? Immer noch sauer von eben. Ey, komm her. Den hab ich. Ja, schon. Ja, perfekt. Perfekt! Let's go! Wisst ihr, was ich denn... Hier ist der Pressure Plate! Das ist der Pressure Plate! Oh mein Gott! Alter! Du hast so Glück, dass die schon ausgelöst war, ne? Ey, für den Gag, wir wären ja schnell rausgekommen. Ja, die hat ja nicht gezündet, oder? Ja, weil sie drüber ist, ja. Danach ist ja eigentlich alles relativ simpel, oder? Wir suchen uns einfach eine Festung, dann hauen wir damit Looting 3 einfach ein paar Wither-Skelette um, haben dann unsere Köpfe. Dann lediglich müssen wir uns aber ein bisschen was einfallen lassen, wie wir dann den Wither töten wollen. Aber Dripstone-konstruktionstechnisch können wir da schon was Cooles machen, oder? Ja, und dann ja noch der Enderdrache, ne? Den haben wir ja auch nicht vergessen. Der Enderdrache? Ja, aber das ist ja ein Selbstläufer. Oh mein Gott. Alles gut, Jungs. Unter Kontrolle habe ich's hier. Ist das ein Enderman? Den hol ich mal. Na, wir brauchen auch noch ein paar Enderperlen. Aber mit Loot... Oh, ich habe doch Looting 1 auf jeden Fall. Warte. Stimmt, dann mach du. Ja, aber nur... Wollen wir ihn eventuell... Oh mein Gott! Ach so. Gott, was... Hey! Yeah. Wenn der ich ihn runterschubst, ist er denn sauer auf mich? Nee. Nein. Dann kümmert euch mal um den. Muss nicht. Oh, nein, er geht die Zombies! Heiko! Oh mein Gott! Okay, lauf weg und jemand anders tötet. Ich spür's ihn, ja. War alles geplant, oder? Let's go! Also zur Erklärung, wir machen jetzt gerade eine kleine Eisenfarm, damit wir halt immer wieder uns einen neuen Anvil machen können. Denn ich glaube, wir brauchen halt immer wieder Neues und immer wieder Eisen. Ich glaube, es ist schon ganz gut, das halt auf diese Art und Weise so zu machen. Weil, sollte jemand jetzt zum Beispiel mal Schaden bekommen, wir verlieren alle unsere Tools, können wir vielleicht irgendwann, weil wir stackweise Eisen haben, dann einfach uns Eisenstuff machen. Ich habe irgendwie, es ist ein wenig verlockend, mal in den Nether reinzugucken, ob wir eventuell einen Festung spawnen oder irgendwo in der Nähe schon mal eine Festung sehen. Weil ich finde, man könnte schon sagen, dass ein Teil des Teams sich eventuell schon mal darum kümmert, dass man in die Richtung sich mal ein bisschen lang baut oder so. Und wir haben ja auch wir haben ja zwei Nether-Experten hier. Genau, Basti und mich. Genau, komm mit, Basti, komm her. Alright. Ist das jetzt riskant, ohne Goldstuff jetzt einfach reinzugehen? Ja, aber dafür leben wir. Ich mach das jetzt, okay? Heiko, ja. Unsere Items sind gleich weg, pass schon mal auf. Ja. Aber dafür haben wir die Eisenfarm. Aber es war ein Gute bis jetzt. Oh mein. Okay, schnell nochmal rein, oder? Ja, lass uns wieder reingehen. Source and Valley, Jungs, ich sehe keine Festung. Das war's. Ja, muss man sich dann eventuell nochmal überlegen, wie wir das machen. Also. Ja, jetzt haben wir da. Da ist er! Und der erste Eisengolem. Hab's. 8 Eisen nice. Sind. Nice. Im Inventar. Oh mein Gott! Hey! Wow. Eisenfarm! Eisenfarm! Komm! 3. Komm! 2. 3. 1. Okay. Komm zu mir! Ein bisschen traurig auch, oder? So eine Eisenfarm. So, dann mach ich mal den Anvil. Zack, zack, zack. Looting 2 hat jemand 11 Level. Ich hab 16 nee. Level. Einmal bitte What? Kombinieren. Ich mach auch einmal. 11 Level. Wie viel brauchen wir jetzt? Guck mal. Das ist die gute Frage. Wir brauchen jetzt 18. Ey, du hast es ja benannt. Boah, Jungs, ich will das auf keinen Fall nochmal machen. Also nochmal Looting 3 wird so ein Hardcore lang. Also, das wird so ein Krampf.
Okay, Level 18. Ich musste so viel kaufen. Ich habe hier nochmal ein paar Pfeile für jeden. Walle, kannst du mal aufteilen mit den Jungs. Ist auch, by the way, ein Looting 3 Sharpness 4 Schwert. Also, das lässt sich schon ordentlich sehen. Und ich würde sagen, 3 Enderman. Was sind eure Prognosen? Wie viele Enderperlen bekommen wir mit Looting 3? 7. What? Was? 7 sind's. Boah, das ist schon mehr als eine. Direkt mal 2 zum Anfang. Ja, okay, vielleicht wären es doch nicht 10. Aber ey, man muss ja... Oh. 3. Ah, 3. Jetzt 4. Das war ein Schwein. Das Schwein muss... Junge, das Schwein hält alles aus. 5. Oh. Ja, aber 5 haben oder nicht haben, oder? Ja, okay. Ist solide. Nur so rein vom Kopf her, fühlt ihr euch bereit für den Nether? Jeder hat ein Schild, jeder hat Lust und Laune und wir sollten uns dann aber auch schnell darum kümmern, Goldstuff ranzubekommen. Was machen wir rein theoretisch, wenn wir jetzt durch das Portal gehen und da ist jetzt direkt im Source Valley ein Skelett? Auslocken. Blocken. Auslocken. Okay. Blocken meinte ich, blocken. Ja, ja. Ich, wir schicken einfach Basti vor, finde ich gut. Sieht aber erstmal gut aus. Wollen wir direkt in die Wand, maybe? Eigentlich schon, oder? Da ist schon ein Skelett. Ja, ab in die Wand kommen. Dann wir bauen das ein bisschen ein, Cast. Gibt es hier eine XXL Nether Expeditionstour? Okay, großer Warp Forest. Wollen wir das? Naja, also für Enderperlen schon gut. Bin der Einzige, der das gerade lebensmüde findet. Wir spielen halt sonst mit Stegi, der baut sich dann mit Holz über so eine Brücke. Ja, über den Lavasee. Wir sind ein bisschen härteres gewohnt, so. Ja, hier muss gleich eine Festung kommen. Ich fühl's auch gerade irgendwie. Festung! Ja, hey, let's go! Hey! Wir geil, machen ja, Fortschritte. Klar. Und ich sag euch, das Portal, da wird jetzt Obsidian drin sein, dass wir damit rein theoretisch sogar zurücktraveln können. Und damit haben wir einen Travel-Spot. Der Wegweiser. Oh mein! Da lang. Wie viel hast du? Hier lang? Okay. Oh, der schmeckt aber sehr lecker. Ich hab auch noch Obi. Hat der ein OP-Gap? Ja, OP-Gap. Der ist wirklich Stegi. Stegi findet auch immer ein OP-Gap. Aber der bringt halt wirklich gar nichts, ne? Also der wirklich gar nichts. Bringt uns... Absorption. Na doch, wenn du den Feuer isst, in der brenzligen Situation hast du noch die Absorption. Und ja, die Effekte eben auch. Was ist also nochmal der Plan? Wir machen einen Safe Room. So eine Art Safe Room. Ich würde sagen, jeder holt sich nochmal ein paar Blöcke. Und wir machen halt so eine Art... Es wäre halt ganz cool noch mit ein bisschen Glas. Haben wir jetzt nicht? Alter. Aber, nein, also das... Crafting Table based auf einmal. Es wäre cool, wenn wir den See noch trockenlegen könnten hier unter dem Licht. Mann, nice. Ich überlege nur ganz kurz, wie ich das damals mit Stegi gemacht habe in alle Mobs in 0, mit 0,5 Herzen. Da haben wir halt so einen Safe Room gebaut, bei dem wir halt immer wieder nach hinten rausgehen konnten, immer wieder die Chunks neu geladen sind. Dann sind viele neue Monster gespawnt und wir konnten halt dann immer vereinzelt Wither-Skelette aus der Entfernung töten. Also was wir halt machen könnten, ist halt immer... Also wir könnten uns jetzt halt hier in diesem Mini... Oh mein Gott! Was? Woher Block, kommt Block, 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 woher? Nie wieder gehe ich. Wo ist Basti? Ja, ja, ich bin bei der Blaze. Natürlich. Weil er kommt auf alleine wieder zurück. Geil. Also, da ist ein Loch in der Decke. Jo, das Loch ist zu und wir haben unsere ersten Blaze Rods. Ganz kurz eine Frage. Dieser kleine Gang, reicht der aus, damit wir hier Wither-Skelette drin spawnen? Weil wir haben hier unsere kleine private Festung. Wenn wir jetzt hier in diese Richtung 100 Blöcke uns einen Gang lang bauen und immer wieder die Chunks neu laden, spawnen dann hier vereinzelt Wither-Skelette? Es sollte an sich eigentlich gut funktionieren. Wir können auch noch die Fläche hier ausbauen ein bisschen. Oh, da grabe ich nicht. Oh, da geht's. Aber da geht die Festung weiter. Ja, sehr gut. Sehr gut, Norisk. Okay, hier ist natürlich stabiler, ne? Das würde ich hier oben zumachen. Ja, hier ist doch geil zum Farmen. Also ich finde, das hier ist eigentlich ganz übersichtlich, weil wir relativ wenig Probleme dann haben werden mit Blazes, weil die nicht so viel spawnen, keine Spawner. Kann man nicht rein theoretisch immer wieder sowas spawnen? Ja. Und wenn die dann da zwischendrin spawnen, dann können sie ja so oder so nicht zu uns laufen. Das ist echt eine smarte Idee. Wir stellen uns jetzt einmal mal 10 Sekunden hier hin, hoffen, dass wir einfach Glück haben werden. Und wenn wir zurück hingehen, ist die Festung voll, nur mit Wither-Skeletten. Und wir werden uns richtig gut gönnen können. Und zwar jetzt geht's los. Schnell, schnell, schnell. Okay, so weit ist es gar nicht. Jo, Walle, okay, wir haben Essensprobleme erstmal durchballern. Oh, da, ja. Oh, Blaze, 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 Blaze. Oh mein Gott. Wither Skelett, rechts. Oh ja, also go, ist das... Basti, erste. Go. Okay. Alle hoffen. Go, bitte. Nee. Und? Nein. Hier vorne ist das nächste. Also. Gar nicht so schlecht eigentlich. Nicht vor mich laufen, bitte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr gut. Ganz ruhig bleiben. Ja, also es können auch normale Skelette hier spawnen. Ich schieße, keine Sorge. Bro, er versteckt seinen Bogen, ne? Damit man nicht... Hinter uns, Blaze, hinter uns, Blaze. Oh mein Gott. Zum Glück.
Glück hast du das gecallt. Wenn du das sagst, ist das ja vorbei gewesen. Okay, hier ist ein Wither-Skelett. Junge, es geht aber voran, Jungs. Und jetzt kommt der erste Kopf. Wir haben uns den verdient. Naja, nee, also. Aber er muss ja bald kommen. Anders geht's ja nicht. Also wir können halt gerne Arbeitsaufteilung machen. Einer geht zurück in die Overworld, holt Essen. Also kann mit einer anderen Person Gold farmen. Dann mit einem Piglin eben nochmal das eine Obsidian ranholen, was wir bei dem Portal brauchen. In der Overworld dann Essen ranholen. Ich glaube, das würde ich mir zutrauen, aber... Mann, die anderen? Weiß nicht, kannst ja einen Waller an die Hand schnappen. Der ist motiviert heute. Mhm. Die Elite. Wither-Skelett! Er droppt! Er muss droppt. Droppen. Hä? Wither-Skeletten, irgendwo, hast du gehört? Ah! Nein! Wait. Warum hast du noch Stuff? Warte mal, ich muss euren Stuff clearen, Jungs. Oh, das nein. ist eh geklärt bei mir. Du musst mich schlagen. Ich mach schon selber. Ich schlag. Ja. Hä? Oh. Gut, Jungs, ich sag mal so, ich habe ja noch meinen Stuff. Aber sei mal ehrlich, das Ding, das kam auch richtig eklig hier um die Ecke. Ja, wir haben halt unsere Barriere hier nicht gebaut. Jetzt mal for real, das ist der einzige Spot, wo es die Barriere nicht gibt, ne? Ja. Ganz kurz, Jungs, wie genau sollen wir jetzt nochmal gerade, also, wir sind kein Item-Fan, ne? Ja, doch, ich hab ja noch Stuff. Jungs, ich würde sagen, jetzt muss erstmal der Notfallplan her. Das heißt, ja, einfach jetzt irgendwie auf das Obsidian kommen und dann jetzt irgendwie das Portal aktivieren, damit... Wir kriegen das hin, Basti. Wir kriegen das no joke hin. Warte, wie? Wir haben hier einen Wald und dann farmen wir das. Tschü, als ob ihr das... Okay, komm, wir laufen durch. Komm, nicht nur stehen bleiben. Ja, doch, safe, Basti. Wir brauchen nur die Köpfe, wir machen das. Max, okay. Ui. Okay, das war's mit unseren Items, Jungs. Das war's. Okay, ich habe noch nie etwas gesehen, was so doll mich trifft. Jungs, komm, wir gehen zurück. Ich schwöre, komm zurück, wir machen das gemeinsam. Wie, du kannst nicht zurück? Walle ist wirklich weg. Das ist alles weg. Den kriegen wir nicht nochmal, no joke, Jungs. Ich komme aber, Walle. Okay, pass auf, Walle, dann bleibst du da. Wir holen dich dann irgendwann ab einfach, ja? Wie? Ja, Ich steh hier auf. Wo ist er? Ich kann euch das zeigen, komm. Kommt her. Ich brauch jetzt wirklich so eine Eskorte quasi. Bro, Jungs, was hast du? Also hier ist er reingehüpft. Also ich Blaze. Ja, genau. Das hab ich gesehen, wie du das Blaze gekillt hast. Links, Blaze. Ja. Okay, ich seh dich, Basti. Ich bin hier. Guck mal hier unten in der Ecke. Wo? Hier oben. Digga, Walle, was machst du da? Siehst du mich? Okay. Walle. Ich bin ready. Komm hier rein? Ja, ich kann nicht. Okay, Walle ist erstmal safe. Also, wir haben zwei Optionen. Entweder jetzt wirklich noch traden, um irgendwie auf ein Obsidian zu kommen, oder wir laufen den alten Weg zurück. Ich habe 5 Brote für uns 4. Ich meine, Spitzhacken haben wir. Hier einfach mal rein und so und dann einfach gucken, wo wir rauskommen. Ja. Also, wenn nicht, ich habe auch die Quartz, ne? Es geht. Also, das wären halt 1500 Blöcke, die wir uns jetzt halt einfach hier durchbauen könnten. Fühlt ihr euch hier sicherer? Ja, ein bisschen. Aber auch nicht, weil unsere Füße, ne? Ja. Unsere Füße. Und wir könnten dann nicht zurückschießen. Oh mein Gott, ich fühle mich echt super sicher. Das ist geil. Mach alleine weiter. Warte, kannst du aufbauen hinter dir, sonst kommen wir nicht weiter. Wisst ihr, wo unser alter Gang ist? Also wo wir irgendwie langkommen? Absolut nicht. Eine Idee. Aber du hast dich so quasi mit dem Plan angehört. Jo, Leute, wir umrunden die Festung und dann kurz zu dem Portal. Ja, die Festung müsste doch jetzt rein theoretisch links von uns sein, oder? Ja, theoretisch. Jungs. Ja. Huch. Oh mein Gott, Walle. Oh, das sah so cool aus, aus meiner Sicht. So, da vorne ist die Festung. Boah, das ist und total. Da ist das Portal. Basti, dein Plan ist wirklich so gut aufgegangen. Jetzt mal for real, war echt legit. Schlau. Ich hab's die ganze Zeit nicht so durchblickt, aber ich habe dir so vertraut quasi und es hat geklappt. Er geht auf mich. Oh nein. Oh nein. Es hätte alles noch gut funktionieren können. Okay, Jungs. Wir haben aktuell jetzt alle gar nichts. Wir sind 1500 Blöcke von unserem ersten Portal entfernt und wir müssen jetzt in den Crimson Forest. Boah. Und uns neu equippen. Holzspitzhacken. Ja. Ihn jetzt aber erstmal auscritten, Jungs. Wir haben ja eh nichts mehr. Okay, komm. Sorry, Mann. Weil ich hab ihn nicht mal gehittet, Heiko. Er hat einfach auf mich geswitcht, obwohl ich ihn nicht gehittet hab. Ja. Der Arme. Okay, Jungs, jetzt spart euer Essen auf jeden Fall gut ein. Wir müssen in den Crimson Forest. Wir können aber immer noch Hoglands killen, ne, Jungs? Nicht vergessen. Also Essen ist jetzt, es ist nicht auswegslos. Jungs, jetzt mal ein bisschen Motivation, die Mundwinkel nach oben. Yeah. Aber es war irgendwie ein bisschen klar, also, oh Gott, Jungs. Heiko? Ja. Du hast ihn outplayed.
Oh, oh smart, Basti. So, und was ist das für eine? Eine Treasure-Bastion. Das ist die schwierigste, aber auch stärkste. Und da sind viele Pilze, Jungs. Übelst viele. Oh, das ist aber so ein Crossbow, geil. Hat jemand noch eine Schale? Ja, eine Schale bräuchte ich auch. Hier liegen zwei. Jungs, ich schieße. Ich bin's nicht, ich war's nicht. Nein. Dodge ihn! Jungs, oh. Er läuft weg von den Zombie-Pigmen. Genau so war's. Unser geplant. Retter. Und der ist wieder aggro, Will! Ja, der Zombie-Pigmen ist ja Angst, da. Er hat Angst. Keine. Der macht nichts. Er kommt. Ja, der Zombie-Pigmen ist aber nicht mehr. Oh mein Gott! Oh mein Gott, gedodged! Oh mein Gott! Ich würde jetzt einfach von der Seite dort die Kisten jetzt, also im höheren Teil, da gibt's seitlich halt Kisten und die würde ich jetzt einfach mal ranholen. Der Moment der Wahrheit. Und? Die Spitzhacke Goldblock. Bane of Arthropods 4 Schwert. Hier sind mehrere Kisten. Wir werden zu 100% zwei Obsidian bekommen. Jungs, das ist so geil. Oh, let's go. Noch eine Diaspitzhacke. Nochmal Silk Touch. Hier unten ist ein Piglin bei uns. Obsidian! Goldblock. Oh Gott. Nice. So ist. Oh, Digga. Auf geht's, Jungs. Ein Goldteil abgeben. Nö. Ich will alle drei für mich. ich habe bei der Bane nochmal den Stuff eingesammelt, der uns getradet wurde. Ich habe aus den 27 Gold, die ich getradet habe, habe ich übrigens 8 Obsidian. Oh. Also, nee, nochmal 3 Stück bekommen. Also, wir haben 8 Obsidian, ich habe sogar 2 Enderperlen. Und wir haben jetzt, by the way, auch aktueller Stand 2 Diaspitzhacken. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen zurück zum Portal und können... Ja, ich will nach Hause, bitte lass mich hier raus. Steht und... Oh mein Gott. Oh, verdient. Cool. Raus! Oh, Boah, noch ein Advancement! Oh mein Gott, wir kommen bei dem Dorf raus! Was? Ey, übel geil. Und wir können uns einen neuen Weaponsmith machen, theoretisch. Oh. Oder haben wir schon? Ja, wir können es einfach direkt hier machen, ne? Looting 2, erster Trade. Für wie viel? 22. Mach. Sehr schön, Jungs. Looting 3! Level, wir haben Amboss. Okay, das heißt, wir können wieder rein, oder? Das hier sieht sehr gut aus. Wir sind back! Ja, Mann, back. Ich hab Stronghold. Looting 3 Schwert. Wer will Bane of Arthropods? 4. Es wird Zeit, die 3 Köpfe zu holen. Und zwar, weil wir ein Kopf mehr sind. 4-3, wer wird wohl gewinnen? Ich höre eins, links. Hier, weg. Boah, zum Glück haben wir die Barriere hier. Ja. Insane Idee. Erster Kopf. Come on. Looting. Ja, das ist jetzt aber echt eine langsam echt nicht mehr so coole Quote. Komm, Basti. Ich gebe mir jetzt Mühe. Ich gebe mir richtig Mühe. Ja, ich schau nicht mal an. Er muss jetzt droppen. Er hat keine andere Wahl. Ja, Mann. Yeah! Was, du bist der Beste! Oh mein Gott, ich hab ihn so gut gekillt. Jetzt aufpassen. Jungs, wir haben's fast. Müssen wir uns für Craft-Hack machen. Oh, Heiko! Ach du Kacke. Ja. No way. Wo war das? Stand das hinter der Ecke? Ja, das war hier. Oh mein Gott. Oh nein. Aber wir haben noch alles. Oh nee. Den habe ich ja ganz vergessen. Es geht sogar. Es geht. Es fühlt sich nicht so schlimm an wie vorhin der Reset, ja, to be honest. Ja, true. Ja. Und jetzt sind wir direkt im Dorf. Wir haben den Trade noch. Wir brauchen halt. Ey, to be honest, lass einen Cut setzen, würde ich sagen. Weil dann brauchen wir beim nächsten Mal neue Motivation. Dann farmen wir wieder Holz, dies, das. 4 Stunden. Wir stehen momentan bei 0 Wither-Skelett-Köpfen. Aber ich sag mal so, es ist eben ein Grind und es wird was. Und ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir nochmal alles geben und das versuchen zu schaffen, aber mit guter Teamarbeit kriegen wir alles hin. Wither, wir sind bereit für dich. Oh mein Gott. Spawnt er? Er spawnt!